Ihr wollt wissen, warum ich hier dem Gärtner spiele? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen das, was hier unten uns gebastelt wird, die Kollegen, nach oben bringen. Und vielleicht wollen wir auch gucken, ob wir noch ein bisschen hier grasen. Also hier ein bisschen Zeug holen. Vielleicht mal da im Wald gehen. Im Wald gehen. Ihr versteht mich schon. Hoffe ich. So, ich sag auch mal, wir fangen an. Ich würde es da vorne drauf schmeißen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Aber als erstes setzen wir mal hier einen Fusionator. Den habe ich wieder blöd gesetzt. Ja, warum hat mir das denn keiner von euch gesagt? Ihr hättet mich warnen können. So, ich möchte da raus haben. Dann machen wir jetzt einmal den. Machen hier den. Und dann kann das da hinten hin. Ungefähr. Wie machen wir es denn? Dann packen wir den hier hin. Lass ihn hier langlaufen. Bis hier hin. Bis dahin. Dahin. Dorthin. Dann packen wir dort einen Fusionator drauf. So Sinn? Also fast. So, das heißt, die gehen jetzt auch nach oben. Laufen hier vorne lang. Den ganzen Kram eigentlich noch ein bisschen beschränken, weil das ist viel zu viel und viel zu schnell, was hier lang läuft. So ähnlich wie wir es hier mit den Kollegen haben. Die sollten wir vielleicht auch mal auf 60 setzen, dann kommen die da hinten rum. Das ist dann deutlich angenehmer. Was bringe ich denn jetzt dran? Egal. Oh, da hänge ich dran. Moment. Grafik. Wir sind doch hier im Vollbildmodus. Ne? So. Dann haut der Mauszeiger nicht mehr ab und dann funktioniert das auch alles. Ist ja wunderbar. Also so kommt hier auch da vorne deutlich weniger rein. Die gehen schön da drüben raus, ab und zu geht mal eine da rein. Mach das Ganze hier voll, weil ich ja hier das abgezwackt habe, brauchen wir gerade nicht. Aber wir haben schon die ersten Gasdinger da drin. Ist doch schön. Jo, dann gehen wir heute mal hin und holzen ein bisschen ab. Überlegen uns aber... Verdammt, der Sprung war doof. Okay, geht. Könnten uns dann direkt überlegen, ob wir irgendwie da oben noch was hinkriegen, dass wir den direkt da reinschmeißen können. Moment, da gucken wir jetzt mal. Das machen wir noch eben. Wir haben hier diese Wand.
Wie machen wir es am sinnvollsten? Wir gehen erstmal darüber. Weil hier haben wir Schienen. Wie haben wir das denn hier stehen? Alles ganz bescheiden und dann auch noch mitten im Gas. Okay, das ist richtig doof. Also mein Gedankengang ist gerade, hier nochmal einen Container hinzusetzen. Irgendwo, wo wir dann direkt das Zeug reinschmeißen können. Ein Problem dabei ist, die Ecke ist halt ganz doof. Und ja, der ganze Kram hier ist halt auch dämlich. Ne, fällt mir alles. Von hier drüben das dann wieder bis da hinten hinzubringen, man geht auch. Ne? Aber selbst hier, da haben wir diese tiefe Schlucht, das ist doch alles mistig. Hier ist Strahlung. Achso, hier oben liegen noch ein paar Reste. Okay. Könnte man theoretisch mal wegschmeißen. Ne, also das ist alles so ein bisschen blöd, ungünstig, unschön. Keine Ahnung, wie ich das am sinnvollsten mache. Ich werde natürlich einfach da an mitten rein einen Container stellen. Und da so hin. Und dann das dann anlaufen lassen. Aber gut, das, anschließend machen wir jetzt nicht irgendwo einen Drohnenport hin und dann hier hin. Ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Zeug sammeln, was da reinschmeißen können. Einmal hier landen, bitte. Genau. Musik ändern und dann. Ach, dich kann man nicht. Okay. Blütenblätter muss ich übrigens nochmal gucken. Die sollte ich dann nämlich nicht reinschmeißen. Dann holzen wir mal hier ein bisschen ab. Oder ich die Viecher auf friedlich gestellt habe. Weil dann können wir uns nämlich tatsächlich mal hier so eine Schnecke holen. Wunderbar. Das hier alle nicht mehr. Oh, weg. Okay, ihr klingt wie die Deutsche Bahn. Aber ihr seid zuverlässiger. So. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen hier unten unter unserer Bahnlinie lang. Weil dann können wir vielleicht ein bisschen den genau, schon mal darüber. Ja, komm, krieg damit. Danke. Wir kriegen so ein bisschen da oben den Weg freigeräumt. Wie voll sind wir denn? Du kannst weg. Du kannst weg. Kannst du irgendwas, was ich hier gerade wegtun könnte? Warum habe ich hier eigentlich 55? Total seltsame Zahl. Das ist eine vollkommen sinnlose und unnütze Tätigkeit hier, das ist mir vollkommen bewusst, aber so kriegen wir halt praktischerweise ein bisschen so, ich komme mal hier hoch. Kann ich hier hochfangen? Nein, kann man nicht.
Haben wir einen Weg hier hoch? Wir können hier vielleicht rum? Wir kommen nicht da drauf. Da geht es aber weiter. Kann man? Ich weiß, ich stelle mich jetzt mitten ins Gas rein. Okay, das bringt nichts. Da ist noch eine. Hui. Wo haben wir dich denn? Ach, da bist du. Okay, das will ich jetzt einmal wissen, weil ich habe ja bei mir alles auf... Okay, es wird doch auf. Also die machen doch Gas. Die sind nur deutlich langsamer, habe ich das Gefühl. Ups. Ja, bin ich ein bisschen tief gefallen. So, haben wir hier noch irgendwie einen Baum, der da oben reinragt? Jetzt definitiv nicht mehr, aber hätte ja sein können. Wir gehen mal darum. So, einfach einmal so quer durch. Oh, bin ich so voll. Okay. Ah, ein bisschen Holz verschwendet. Macht ja nichts. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen. Platsch. Hüpp. Platsch und hüpp. So. Dahin. Oh, das tut weh. Und doch nicht. Oh, da ist noch einer. Nehmen wir die mal mit. Okay, da den Berg hoch. Dann sollte unsere Bahnstrecke schon mal wieder ein bisschen besser aussehen. Wir könnten nochmal da rüber gehen. Gucken, ob das irgendwie da oben reingeht. Hi. Motor in der Luft. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Mal den nochmal weg. Ja, hier nicht mehr alles weg. Warum habe ich eigentlich irgendwann aufgehört, das hier runterzuziehen? Und warum habe ich das auch auf der Seite aufgehört? Ich glaube, ich erinnere mich, warum. Weil, alter Schwede. Ich vermute, ihr seht... Ach, da gibt es einfach keinen Boden drunter. Das könnte ein Grund sein. Denn aus, kriege ich das daneben dran gesetzt? Nee, da bin ich falsch. Da bin ich nicht. Oh Gott. Okay, so könnte man es wenigstens hinkriegen. Oder auch nicht. Das ist so eine Platte. Okay. Okay, wir merken uns, das ist ein echt entscheidendes System. Ja,
Ich weiß wieder, warum ich das nicht fertig gemacht habe. Ich meine, das wird jetzt gehen, aber bringt mir ja trotzdem nichts. Bin das so da hoch? Haben wir jetzt eine Chance? Ein Gegenstück dazu zu setzen? Ich kriege die jetzt alle so schön da rein, aber das sieht doch scheiße aus. Ne? Oder gibt das dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Charakter? Ups. Ja, dann könnte man es tatsächlich so machen. Aber es fehlt noch von hier. Also, ich bräuchte quasi noch ein. Oder ich setze das halt dann so. Aber das sieht doch doof aus. Oh Mann. Ich bräuchte diese Wand um 45 Grad zur Seite gedreht, weil die gibt es halt nur. Ja, also quasi sowas. Aber da kriegst du ja hier nicht hin. Also, sobald du hier ansnappen sollst, ist halt Ende. Das macht er halt unten drunter nicht. Schade. Gut. Ja, haben wir uns das erstmal angeguckt. Ja, war gut. So. Ja, baba. Wir brauchen dich da drin und wir brauchen dich da drin und die kommen raus und ach guck mal, das kann auch da rein. Das ist doch ganz gut. Jetzt läuft hier auch eine Menge Zeug aus. Hier hinten müsste jetzt gerade aus Mycelium eine Menge gemacht werden. Jo. Das haben wir auch so bewusst so gemacht, dass das da ansteht, ist doch schön. Du haust da rein. Ich glaube, das sind 500er Stacks. Die sollten also auch kein Problem sein. Ja, da kommt jetzt gut was. Die können gut abgebaut werden. Eigentlich ein gutes System. Da fehlen Blätter. Da fehlen logischerweise auch überall Blätter. Ja? Ja, ihr beide seid einfach direkt voll. Das ist ungünstig. Der läuft hier jetzt erstmal mit dem ganzen Holz durch, weil das kommt ja immer wieder rein. Da waren gerade wieder Blüten. Und die laufen halt durch. Dann auch eben einmal geradeaus. Blätter setzen. Dann können wir die eben wieder aussortieren, die wir da reingeschmissen haben.
weiß nicht, wie viele es waren, aber so haben wir wenigstens eine Chance. Aber sieht nicht so aus, es kämen hier wieder welche an. Jo, hier ist gut voll. Das läuft jetzt hier schön im Kreis. Ups. Und ihr habt gerade nichts zu tun, weil da kommt halt nichts vorbei. Also damit einen Container voll zu machen, ist unrealistisch, ne? Das Einzige, was wir machen könnten, Bot installieren, Mycelium automatisieren, dann kann man das hier reinschmeißen, gut ist. Aber da ja nicht sicher ist, ob das mit dem nächsten Update noch funktioniert und wie lange es dauert, bis die dann alle korrigiert sind, ist ja auch vollkommen in Ordnung ist. Die meisten Leute haben ja noch anderes zu tun. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier die ganzen Einzelzufuhrteile einfach mal auf 60 setze, dann ist das nicht alles so ein Riesenüberschuss. Dann verteilt sich das, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, also hier den zum Beispiel. Da einfach mal sagen, 60er Band, da ein 60er Band. So, dann ist das halb so wild. Hier ein 60er Band. Auch da dann halb so wild. Na, dann sind da auch mal Lücken drin. Ist doch gut. Hier brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen, dass mehr als das da reinkommt. Aber man könnte ja trotzdem hier hingehen und das einfach nur aus Vorsicht zu einem 60er machen. Ja, das ganz bewusst ein bisschen begrenzen, damit hinten das mal auch eine Chance hat, abgearbeitet zu werden. So. Machen wir jetzt auch. Wir optimieren hier noch ein bisschen. So, das ist da der Weg drauf. Hier bist du der Weg drauf. So, hier kommt langsam mal dazu. Dann die Turbomunition. Da, fertig. Auch langsamer. Ja, und okay. Bei den Nukes wissen wir, wir kriegen definitiv eine alle 2 Minuten. Verzeihung. So. Hier ist auch alles abgeschlossen, also haben wir nichts zu tun. Passt schon. Ja, es geht jetzt hier erstmal ein bisschen flotter. Wieso sind hier jetzt so viele hintereinander? Warum bist du jetzt so? Wie auch immer. Also das geht hier. Es kommt hier trotzdem relativ schön an. Aber das Band ist nicht ganz so überfüllt. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Und es kommt immer noch viel zu viel von der Munition an. Ja. Auch von denen kommt hier genug an. Dann ist doch. Ja, doch. Das passt. Na, der Container. Wirklich leer läuft der nicht. Ist jetzt die Frage, ob ich das nicht mal leer laufen lasse, ganz bewusst. Ja, bitte? Seltsame Geräusche hier. Weil wir kriegen ziemlich genau das rein, was wir raushauen. Ich könnte natürlich auch einfach den Spaß mal noch ein bisschen was davon nehmen und dann schmeißen das jetzt hier raus. Nicht die richtige Taste nehmen. Okay, ich muss sie alle einzeln nehmen. Warte mal, Steuerung. Ah, okay, dreimal versucht. Ja, so. Jetzt ist das halt mal ein bisschen langsam.
Ist das nicht übervoll? Und hier das gleiche Spielchen. Steuerung? Muss ich jetzt immer Steuerung ansagen, oder was? Gleiche Spiel. Nee, da kommst du jetzt auch an. So, brauche ich gerade nicht so. Okay, dich lasse ich leer laufen. Weil das sieht gerade gut aus. Da kommt immer mal wieder einer rein, aber der ist gleich so oder so leer. Perfekt. Hier auch. Die lassen wir so. Fertig. Mal da vorne nochmal, dann können wir nämlich die Kollegen hier auch wieder dazu packen. So, machen aber das genau gleiche Spiel. Oh. Da machen wir den auch wieder schnell. So. Jetzt ist dieses Band nicht mehr so voll, das heißt, da geht auch nicht mehr so viel weg. Ach, die Uhr. 26 Minuten. Okay, du bist voll. Das heißt, jetzt staut sich's wieder zurück, bis die nächste ankommt, aber es hält sich in Grenzen. Auch hier ist alles was, was relativ zügig weggeht. Das heißt, du bist nicht ansatzweise voll. Das gefällt mir, weil gerade die sind ja immer unser Problem gewesen. Ja, sehr gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schnappen uns da unten unseren Zug. Fahren einmal zurück. Muss dir Spaß machen. Wie denn unser Lager aussieht. Ob das mit den Gasnobelisten vernünftig funktioniert. Alles so wunderschön hin und her und voll. So, dann lassen wir dich mal fahren. Wissen, ja, Gas haben wir nicht optimal, aber kann man halt auch nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie alle paar Meter einen Container aufzustellen und das da reinzuschmeißen, damit das dann da hinten landet, wenn ich irgendwas abreiße. Das fehlt tatsächlich, dass man so ein bisschen, gerade für die Dinger dann halt, ein bisschen Farming drin hat. Dafür sieht das hier jetzt ein bisschen besser aus. Ja, da steht noch ein bisschen. Aber wir hatten deutlich mehr hier, das durchgegangen ist. Oh, hier hinten den. Ich glaube, da kann man noch mal hingehen. Ich muss jetzt noch ein bisschen fort. So, hier kann ich schon mal anfangen zu bremsen. Ich gebe übrigens gerade kein Gas. Ich bremse nur. Mit der Leertaste.
war nur Wasser, ne? Darüber. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Aber eigentlich reicht das hier immer. Der Baum könnte auch mal weg. Obwohl ich in diesen Zügen so unfassbar viel hin und her fahre. Ich habe mich einmal geschafft, hier wirklich einen Unfall zu bauen. Also keinen selbstverschuldeten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal einen über die ganzen Signale, weil ich es nicht richtig hingekriegt hatte. Ich meine, einen habe ich mal gehabt, aber wirklich, dass ich mit dem einen Zug in den anderen reingefahren wäre oder der andere in mich reingefahren wäre, das hatte ich noch nicht. So, ich wollte da oben hoch. Das heißt, immer hier rüber. Das ist unfassbar. Wie viel habe ich produziert, dass die immer noch arbeiten? Und die sind auch immer noch voll. Echo Funny. Also Fixmas war ja mal... Überleg mal, Ende Januar ist das ausgegangen oder Mitte Januar. Und wir sind jetzt bei Ende März. Und wir haben schon wieder ein paar Stunden. So, du bist leer, das gefällt mir. Du leerst dich, das gefällt mir auch. Wie sieht es da drüben aus? Du bist voll, okay. Aber du bist auch fast wieder leer. Gut, hier haben wir auch wirklich die vielen 500er Dinger liegen. Das ist natürlich das Blöde, man kann nicht in die Teile reingucken. Dann gehen wir mal nach drin und gucken uns das hier an. Also, wir wissen, du bist voll. Jo. Du bist auch voll. Jetzt haben wir Gas. Jo. Die werden, ob die jemals voll werden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist voll. Das dauert halt wirklich ewig, bis das voll ist. Du bist voll, das war klar. Du bist fast voll. Ja, du bist auch ganz gut gefüllt. Du bist voll. Du bist voll. 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 Super. So, folgendes. Hier drüben. Die Kollegen. Die Dinger brauchen wir nicht. Entschuldigung, ich stehe im Weg, ich weiß. Die waren schon voll und ich habe jetzt überlegt, ob wir die eben rausnehmen und selber einsortieren. Das. Oh, jetzt sind wir voll. Und, kein Problem. Runterschweben habe ich noch nicht so. Dann sagen wir einmal die da rein. Und da rein. Sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt hat das Ganze mal ein bisschen Zeit, um da oben auch sich wieder zu beruhigen. Raus, raus. Leer, leer. Okay, du hast natürlich gerade frisch gekriegt. Ah, jetzt ist das natürlich alles noch unten in den Containern drin. Stimmt, ja. Hier, du bist doch, ja, du bist zum Rand gefüllt, natürlich. Du weg.
Hier weg. Da weg. Da weg. Die packen wir mal da rein. Und die auch. Er zählt gerade hoch. Wie sieht das hier aus? Weg damit. Weg damit. So. Oh, ich habe die aber auch wirklich richtig voll gekriegt, alle. So war das eigentlich nicht gedacht von der Idee. Mein Gott, hier liegen 50 Nukes rum. Komm her. Weg mit dir. So. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.